Was wäre, wenn es etwas gäbe, was dein komplettes Leben bestimmt, ohne dass du es überhaupt mitbekommst? Etwas, das für alle deine Erfolge zuständig ist, dich gleichzeitig aber auch sabotiert und dafür sorgt, dass es sich teilweise so anfühlt, als würde man immer wieder zu seinem Startpunkt zurückkommen. Du fängst an, etwas in deinem Leben zu verändern, dich gesünder zu ernähren, Sport zu machen, mehr zu lernen. Aber irgendwie bringt es alles nichts, weil du früher oder später immer wieder in alte Muster zurückfällst. Etwas, was Dr. Mads Maimoritz die größte psychologische Entdeckung seiner Generation nennt. Und was, wenn man weiß, wie man damit umgeht, der Katalysator für den größten Fortschritt deines Lebens sein könnte. Was ist es? Dein Selbstbild. Wir alle haben ein Bild von uns selbst. Nicht das Bild im Spiegel, sondern wie wir uns selber sehen. Und dieses Selbstbild bestimmt letztendlich fast alles, was wir machen. Das Problem? Viele von uns haben Selbstbilder, die uns extrem einschränken und die auch oft einfach falsch sind. Wenn du änderst, wie du über dich selbst denkst, ändern sich deine Handlungen meistens automatisch mit. Das ist vielleicht das wichtigste Konzept, wenn es darum geht, irgendwas in seinem Leben zu verbessern. Und ich werde versuchen, dir zu zeigen, wie es funktioniert. Im Buch Psycho-Cybernetics spricht der Autor Maxwell Maltz von kybernetischen Systemen. Das sind Systeme, die einfach den Kurs korrigieren. Sie messen die Abweichung vom gesetzten Ziel und dann ändern sie entsprechend die Richtung, dass man doch an dem Ziel ankommt. Wie zum Beispiel ein Autopilot beim Flugzeug oder ein Thermostat. Das Thermostat hat zum Beispiel eine Temperatur von 20 Grad eingestellt und misst dann ständig, ob sich die Temperatur des Raumes auch wirklich bei 20 Grad befindet. Wenn nicht, dann wird je nachdem der Heizkörper hoch oder runter geregelt, um wieder auf 20 Grad zu kommen. Was hat das hiermit zu tun? Dein Selbstbild ist ein kybernetisches System. Du hast sozusagen irgendein Bild von dir in ein Thermostat einprogrammiert und bei jeder Abweichung wirst du früher oder später immer wieder zum Punkt deines vorherigen Selbstbildes zurückkommen. Ich weiß, es klingt ein bisschen theoretisch, wie soll mein Selbstbild jetzt irgendwie als irgendeine Kraft wirken, die mich immer wieder zu meinem Startpunkt zurückholt. Also hier ein Beispiel. Wenn eine übergewichtige Person versucht, Gewicht zu verlieren, ohne ihr Selbstbild dabei zu ändern, wird das verlorene Gewicht wahrscheinlich temporär sein. Nur. Früher oder später wird sie wahrscheinlich das Gewicht wieder zurückzunehmen, weil sie sich unterbewusst nicht wirklich mit ihrem schlankeren Ich identifiziert und weil sie, wenn sie von sich selber als übergewichtige Person denkt, wahrscheinlich früher oder später auch wieder Gewohnheiten aufbauen wird, die dieses Selbstbild widerspiegelt. So fängt man an, sich fast selber zu sabotieren und dafür zu sorgen, dass man immer wieder an dem Punkt zurückkommt, den man denkt, verdient zu haben. So kann ein schlechtes Selbstbild einen förmlich herunterzieht. Aber das ganze Prinzip kann gegenteilig auch dazu führen, dass man erfolgreich ist in dem, was man macht und vor allen Dingen auch erfolgreich bleibt. Wir alle haben zum Beispiel gewisse Standards für Bereiche in unserem Leben. Wir haben das Thermostat, sagen wir, in diesem und diesem Bereich auf 20 Grad gestellt. Und ich glaube, fast jeder hatte schon mal erlebt, dass man einen Lebensbereich hatte, in dem es runterging und man sich dann gedacht hat, warte, das bin nicht ich. Ich bin normalerweise besser als das. Ich bin normalerweise ein 20 Grad Mensch, kein 18 Grad Mensch. Und plötzlich hattest du direkt diese Motivation, etwas zu tun und deine Standards wieder zu heben. Gleiches Prinzip, dein Selbstbild weicht von der Realität ab und deswegen handelst du dann so, dass du wieder zu deinem Selbstbild kommst. Ein Mensch handelt, fühlt und verhält sich immer in Übereinstimmung mit dem, was er sich über sich selbst und seine Umwelt als wahr vorstellt. Deswegen ist das Selbstbild auch sozusagen der heilige Gral, wenn es darum geht, gute Gewohnheiten aufzubauen, schlechte Gewohnheiten loszulassen und vor allen Dingen auch dabei zu bleiben. James Clear sagt in seinem absoluten Bestseller Atomic Habits, die ultimative Form der intrinsischen Motivation besteht darin, dass eine Gewohnheit Teil unserer Identität wird. Wer glaubst du hast bessere Chancen, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Zwei Personen wird eine Zigarette angeboten. Die erste sagt, sorry, nein, ich versuche gerade mit dem Rauchen aufzuhören. Und die zweite Person sagt, nein, danke, ich bin kein Raucher. Also, wer hat bessere Chancen, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören? Natürlich der, der sich nicht mehr als Raucher sieht. Der, der sein Selbstbild und seine Identität geändert hat. Die meisten gehen so daran, eine Gewohnheit aufzubauen. Oh, ich möchte mein Bauchfett loswerden. Deswegen werde ich eine Low-Carb-Ernährung essen. Und deswegen werde ich ein gesunder Mensch sein. Aber richtig ist es genau andersrum. Ich bin ein gesunder Mensch und jemand, der auf seine Gesundheit achtet. Deswegen, als gesunder Mensch, esse ich gesund und mache Sport. Und deswegen werde ich eines Tages so und so aussehen. Merkst du, wie einmal so die Reihenfolge komplett umgekehrt wurde? Du musst versuchen, schon vorher oder so schnell wie möglich dein Selbstbild zu deinem Vorteil zu verändern. Weil dann wird dir wahrscheinlich einiges im Leben deutlich einfacher fallen. Frage dich, wer muss ich sein, um meine gewünschten Resultate zu erzielen? Und was denke ich über mich, was mich davon abhält, meine gewünschten Resultate zu erzielen? Es ist auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass jede Aktion, die du machst, sozusagen eine Stimme ist für die Person, die du sein möchtest. Wahrscheinlich wird nichts Einmaliges dein Selbstbild plötzlich magisch transformieren. Aber je mehr Stimmen sich anhäufen, je mehr positive Aktionen, die dieses Selbstbild bestätigen, desto mehr Beweise gibt es auch für dieses Selbstbild. Ein schlechtes Selbstbild kann einen förmlich lähmen. In einer Studie wurden Bodybuilder dazu hypnotisiert, dass sie zu schwach sind, einen Stift hochzuheben. Und obwohl sich an ihren tatsächlichen Fähigkeiten rein gar nichts geändert hat, waren sie nicht in der Lage, einen einfachen Stift hochzuheben. Nur durch ihre Glaubenssätze und durch ihr Selbstbild. Und ähnliche Sachen passieren uns wahrscheinlich auf einem breiteren Level
fast täglich. Oft wurden wir in unserer Kindheit dazu gebracht, bestimmte Sachen über uns zu denken, die keine Fakten sind. Was glaubst du unterbewusst über dich? Wenn dich deine Eltern als Kind für irgendeine bestimmte Sache angeschrien haben oder so, ist das wahrscheinlich recht tief in deinen Glaubenssätzen drin. Vielleicht hast du als Glaubenssatz, ich bin nervig, ich bin nicht sicher, ich kann kein Mathe, ich werde nie etwas erreichen. Wir merken oft gar nicht, wie negativ wirklich unser Selbstbild beeinflusst wurde. Also versuche dich öfter zu fragen, sind diese Gedanken, die ich über mich gerade denke, wirklich wahr und kann ich sie widerlegen vielleicht sogar? Ein weiteres sehr interessantes Tool für die positive Beeinflussung des eigenen Selbstbildes sind Visualisationen. Es gibt eine sehr interessante Studie, wo drei Gruppen danach bewertet wurden, wie viele Körbe sie beim Basketball werfen. Eine Gruppe durfte vorher gar nicht üben, eine hat wirklich physisch mit den Bällen geübt und eine durfte nur üben mit Visualisation. Also sie haben sich einfach im Kopf vorgestellt, wie sie die Bälle werfen würden. Die Gruppe ohne Übung schnitt natürlich am schlechtesten ab. Aber jetzt kommt das Krasse. Die Gruppe, die wirklich physisch geübt hat und die Bälle geworfen hat und die Gruppe, die sich einfach nur vorgestellt hat, sie würde üben, die sie einfach nur im Kopf vorgestellt haben, wie sie die Bälle werfen würden, die beiden Gruppen haben fast den gleichen Fortschritt gemacht. Krass. Also um das zu deinem großen Vorteil zu nutzen, definiere erstmal dein Ziel und Resultat, was du erreichen möchtest. Und dann visualisiere so klar wie möglich, wie du deine Ziele erreichst und alles davor erfolgreich ausführst. Dann gehst du danach an die wirkliche Sache ran, als hättest du sie schon erreicht. Dein Unterbewusstsein ist schon richtig ausgerichtet und die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich erfolgreich sein wirst, ist deutlich größer. Ich finde, diese Visualisationssachen klingen immer so ein bisschen unsinnig und fast so ein bisschen spirituell und so. Aber ich glaube, man unterschätzt es wirklich, was man ja auch zum Beispiel in dieser Basketballstudie gesehen hat. Es hilft halt scheinbar wirklich. Das ganze Selbstbildding soll kein Aufruf dazu sein, riesige Arroganz zu entwickeln und sich vorzusagen, dass man der absolut Beste ist, obwohl man nichts vorzuweisen hat. Man sollte es nicht in den Narzissmus treiben. Aber für die meisten von uns wurde unser Selbstbild in der Vergangenheit einfach recht negativ beeinflusst und jetzt schränkt es uns ein und sorgt dafür, dass wir nicht weiterkommen. Also zusammenfassend. Ein Mensch handelt, fühlt und verhält sich immer in Übereinstimmung mit dem, was er sich über sich selbst und seine Umwelt als wahr vorstellt. Unser Selbstbild ist ein kybernetisches System und bringt uns immer wieder an den Punkt zurück, an dem unser Selbstbild ist. Solange du von dir denkst, dass du zum Beispiel ein ungesunder Mensch bist, wird sich das auch in deinen Handlungen widerspiegeln und damit auch in deiner Realität. Ändere dein Selbstbild und deine Aktionen werden sich wahrscheinlich automatisch mitändern und das langfristig. Andersrum ist jede Aktion, die du ausführst, eine Stimme für die Person, die du sein möchtest. Nichts Einmaliges wird deine Glaubenssätze transformieren, aber wenn sich die Stimmen anhäufen, häufen sich auch die Beweise für dein neues Selbstbild an. Vielen Dank, dass du bis hierhin geguckt hast. Das bedeutet mir echt viel. Bis zum nächsten Mal.